Es war einmal ein kleines Mädchen. Einmal heiratete ihr reicher Vater eine böse Stiefmutter. Sie ließ sich mit ihren beiden Töchtern im Haus nieder. Sie waren schön und weiß im Gesicht, aber böse und grausam im Herzen. Und dann kam eine schwierige Zeit für das arme Mädchen. Von morgens bis spätabends zwangen sie sie, die Drecksarbeit zu erledigen. Wasser tragen, den Herd heizen, Essen kochen, Geschirr spülen und Wäsche waschen. Außerdem taten die Halbschwestern ihr Bestes, um sie so weit wie möglich zu verärgern. Sie verspotteten sie, aßen Erbsen und Weizen in die Asche und sie musste sitzen und sie heraussuchen. Abends, wenn sie arbeitsmüde war, musste sie nicht im Bett, sondern auf dem Boden neben dem Herd ins Bett gehen. Und weil sie immer in Asche, Staub und Schmutz war, nannten die Schwestern sie Aschenputtel. Aber dann geschah es eines Tages, dass der König ein Fest begann, das 3 ganze Tage dauern sollte, und alle schönen Mädchen des Landes zum Fest rief, damit sein Sohn eine Braut für sich selbst auswählen konnte. Als die beiden genannten Schwestern erfuhren, dass auch sie am Fest teilnehmen konnten, zogen sie sich sofort an und putzten sich. Aschenputtel wollte auch tanzen gehen, aber ihre Stiefmutter ließ sie nicht los, weil sie weder Kleid noch Schuhe hatte und schmutzig war. Und dann goss die böse Stiefmutter eine Schüssel Weizen in die Asche und sagte, wenn Aschenputtel sie in 2 Stunden einsammeln würde, könnte sie mit ihren Schwestern gehen. Aschenputtel ging in den Garten und weinte. Und dann flogen 2 weiße Tauben herein, gefolgt von einer ganzen Herde verschiedener Vögel. Sie stürzten sich auf die Asche und begannen zu picken, und so wählten sie alle Körner in einer Schüssel aus. In weniger als einer Stunde beendeten sie ihre Arbeit und alle flogen zurück. Aschenputtel brachte ihrer Stiefmutter eine Schüssel, begann sich zu freuen und dachte, dass sie zum Fest gehen könnte. Aber ihre Stiefmutter würde sie sowieso nicht hereinlassen. Sie drehte Aschenputtel den Rücken zu und eilte mit ihren beiden Töchtern zum Ball. Als niemand mehr zu Hause war, setzte sich Aschenputtel auf den Boden und weinte vor Kummer. Und dann flogen 2 weiße Tauben herein, gefolgt von einer ganzen Herde verschiedener Vögel, und sie warfen ihr Kleid und ihre Schuhe aus, glänzend und alles in Gold. Sie zog schnell dieses Kleid an und kam zur Braut. Sie sahen ihre Stiefschwestern und Stiefmutter und dachten, dass es eine seltsame Prinzessin sein musste, sie war so schön in ihrem goldenen Kleid. Es kam ihnen nie in den Sinn, dass es Aschenputtel war. Der Prinz kam ihr entgegen, nahm ihre Hand und sie begannen zu tanzen. Und er mochte Aschenputtel so sehr, dass er mit keinem anderen Mädchen tanzen wollte. Sie tanzte bis zum Abend und wollte nach Hause zurückkehren, aber der Prinz bat sie, sie abzusetzen. Er wollte wissen, wessen schönes Mädchen das ist und wo sie lebt. Aber Aschenputtel rannte von ihm weg und kletterte auf den Taubenschlag. Der Prinz befahl, den Taubenschlag zu zerstören, aber es war niemand darin. Und bei weitem nicht konnte er seinen schönen Fremden finden. Niemand hätte ahnen können, dass Aschenputtel von Tauben gerettet wurde, die sie nach Hause brachten. Der Prinz war verärgert und ging mit gesenktem Kopf zum Palast. Und plötzlich sah er einen Schuh, hob ihn hoch. Er war so klein und elegant und ganz aus reinem Gold. Der Prinz vermutete, dass, als Aschenputtel von ihm weglief, der Schuh von ihrem linken Fuß auf einer der Stufen blieb. Der Prinz war begeistert und befahl, die Geliebte dieses Schuhs zu finden und zu wem er passt. Er wird diesen heiraten. Die Eltern kehrten vom Ball zurück. Sie sahen, dass Aschenputtel in ihrem Hemd auf Asche schlief und ein schwaches Licht am Herd brannte. Beide Schwestern gingen in ihre Zimmer und hofften, dass sie morgen das Glück haben würden, den goldenen Pantoffel anzuziehen. Am nächsten Tag kam der Prinz zu ihrem Haus und sagte, dass jeder, der den Schuh seiner zukünftigen Frau anprobieren möchte, herauskommen sollte. 2 Schwestern kamen heraus, und die Stiefmutter sperrte Aschenputtel ins Haus und ließ sie nicht raus. Die ältere Schwester probierte es an, einen kleinen Schuh. Die jüngere Schwester hat es anprobiert, der Schuh ist toll. Der Prinz wollte gerade gehen, aber Aschenputtel kletterte aus dem Fenster und rannte zu ihm hinaus. Und sie zog einen Schuh an und er passte einfach zu ihr. Der Prinz sah ihr in die Augen und erkannte in ihr das sehr schöne Mädchen, mit dem er tanzte.
Er nahm Aschenputtel, setzte sie auf ein Pferd und ritt los, um mit ihr eine Hochzeit zu spielen. Und er befahl den Schwestern und der Stiefmutter, in ihrem Haus eingesperrt zu werden und sie niemals rauszulassen. So wurden sie für ihre Bosheit und Täuschung bestraft. Es war einmal ein Prinz in einem fernen Land. Es ist Zeit für ihn zu heiraten. Der König wollte, dass sein Sohn eine echte Prinzessin heiratete. Die Königin wünschte ihrem Sohn nicht nur die Tochter des Königs und der Königin, sondern dass sie sanft, intelligent und anmutig sei. Und er selbst wollte dem Diktat seines Herzens folgen. Der Prinz machte sich auf die Suche nach der Braut. Nach einigen Reisetagen erreichte er das nächste Königreich. Der örtliche König mochte den höflichen und gut aussehenden Prinzen. Und er brachte ihn zu seiner Tochter. Die Prinzessin war sehr nett. Aber nachdem er mit ihr gesprochen hatte, stellte der Prinz fest, dass sie sehr dumm war und es nichts gab, worüber sie mit ihr sprechen konnte. Er entschuldigte sich, verabschiedete sich und setzte seinen Weg fort. Im nächsten Königreich waren der König und die Königin von dem jungen Prinzen fasziniert und luden ihn sofort ein, ihre Tochter zu treffen. Sie brachten ihn ins Esszimmer, wo die Prinzessin speiste. Der junge Mann grüßte, aber das Mädchen sah ihn nicht einmal an. Sie war sehr leidenschaftlich über ihr Abendessen. Der Prinz dachte, dass die Prinzessin sich nicht um ihn kümmerte. Als er sich verabschiedete, verließ er auch dieses Königreich. Der Prinz reiste um die ganze Welt, um seine Geliebte zu finden. Nach vielen Versuchen verlor er alle Hoffnung, eine geeignete Braut zu finden. Der König und die Königin waren darüber sehr besorgt. Trotzdem waren sie froh, dass ihr Sohn nicht das falsche Mädchen geheiratet hatte. Eines Nachts begann ein heftiger Sturm. Es regnete wie ein Eimer, ein Blitz blitzte und ein Donner grollte. Der Prinz konnte nicht schlafen, beobachtete die Blitze und träumte weiter von seiner Prinzessin. Plötzlich klopfte es an der Tür. Als der Prinz öffnete, stand ein junges Mädchen auf der Schwelle. Sie zitterte heftig, als sie überall im Regen durchnässt war. Das arme Mädchen war allein inmitten dieses wütenden schlechten Wetters, aber selbst im Regen wirkte sie sehr süß. Sie sagte, dass sie im Wald verloren war und bat, sich im Haus aufzuwärmen. Der Prinz hatte Mitleid mit dem armen Mädchen und ließ sie ins Haus. Er führte sie ins Wohnzimmer und setzte sie vor den Kamin. Das Mädchen sagte, dass sie eine Prinzessin aus einem fernen Königreich ist. Sie wurden angegriffen und ihre Eltern schickten sie mit 2 Soldaten aus dem Schloss. Aber während des Sturms waren sie verloren und die Prinzessin wurde allein gelassen. Es war schwer für die Königin, das zu glauben. Aber sie konnte das Mädchen bei solch einem Wetter nicht rausschmeißen. Als der Prinz das Wohnzimmer betrat, trug sie bereits ein trockenes und sauberes Kleid, das die Königin gegeben hatte. Sie sah jetzt blendend aus. Der Prinz traute seinen Augen nicht. Er verliebte sich. Aber auf Geheiß seines Vaters konnte er kein Mädchen heiraten, wenn sie keine echte Prinzessin ist. Die Königin erkannte, dass sich der Prinz verliebt hatte. Sie beruhigte ihn und sagte, dass sie herausfinden könne, ob ihr Gast die Wahrheit sagte oder nicht. Die Königin ging ins Gästezimmer, bereitete sich auf das junge Mädchen vor und legte eine kleine trockene Erbse unter ihre Matratze. Und obendrein bestellte sie 6 weitere Matratzen. Bald schlief das Mädchen in ihrem Zimmer ein. Am nächsten Morgen warteten alle gespannt auf das Erwachen der Prinzessin. Und als sie aufwachte, fragte die Königin, wie sie in dieser Nacht geschlafen habe. Das Mädchen antwortete, dass sie für die Nacht sehr dankbar sei und dass sie draußen im Regen viel schlechter schlafen würde. Trotzdem schlief sie sehr schlecht und bekam nicht genug Schlaf. Und jetzt tut ihr Rücken weh, als würde sie auf einem Stein schlafen. Dies war die Antwort, auf die die Königin gewartet hatte. Sie wusste, dass nur eine Prinzessin die Erbse fühlen konnte, die unter den 7 Matratzen versteckt war. Als der Prinz dies hörte und erfuhr, dass das Mädchen eine echte Prinzessin war, sagte er dem König, dass er sie heiraten wollte. Der König und die Königin segneten glücklich die Ehe ihres Sohnes und ihrer Prinzessin. Der Prinz bat das Mädchen, im Palast zu bleiben, bis der Krieg in ihrem Königreich vorbei war. Und er selbst schickte seine Truppen, um ihr Land zu retten. Sie heirateten bald und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.